Hallo und herzlich willkommen zurück bei Shadow Hearts Covenant. Bevor wir in das Let's Play starten, möchte ich kurz mit euch reden, wie es hier jetzt weitergeht mit diesem Let's Play. Denn ich habe gegoogelt, Folgendes besteht noch, denke ich mal, als Problem. Ich habe zwar eine Einstellung im PS3-Menü geändert, aber ich weiß nicht, ob die Ruckler jetzt immer noch wieder drin sind oder dieses kurze Einfrieren des Spiels, während ich auf der Ebene bin und also in Richtung der Monster gehe. Ich will es natürlich so machen, dass ihr das beste, sag ich mal, das beste Erlebnis von mir bekommt, damit ihr das auch miterleben könnt und sowas. Das ist natürlich jetzt mein Anspruch, gell? Also ich will, dass ihr euch freut und nicht denkt, oh, da ist schon wieder irgendwas, gell? Ich habe jetzt gelesen, dass es tatsächlich so ist. Ich war auf so einer Seite, die hatten von früher, 2007 oder 2008 war das, hatten die so eine Liste gemacht. Und bei dieser Liste war es tatsächlich so, dass die Spiele in verschiedene Kategorien eingeteilt wurden. Einmal grün, läuft einmal frei, einmal gelb, kleine Fehler, orange, schwerwiegende Fehler und rot, starke Fehler. Nee, rot ging gar nicht, genau. Ich mache jetzt wieder ganz leise, während das durchläuft. Es ist jetzt so, dass tatsächlich Shadow Hearts Covenant und Shadow Hearts From the New World fallen beide in diese Kategorie schwerwiegende Fehler. Sprich, bei Shadow Hearts Covenant hat man auf der PS3 immer diese Ruckler auf der Ebene von 15 bis 20 Sekunden. Bei Shadow Hearts From the New World hat man, ich glaube sogar in der Story, irgendwann Hänger, wo es einfach nicht weitergeht. Also ich bin praktisch nicht gezwungen, das ist falsch. Ich will ja die Spiele spielen. Ich werde mir eine PS2 zulegen. Es geht jetzt nur darum, wann ich das tue. Und da möchte ich euch gerne fragen, wie es jetzt mit diesem Let's Play hier weitergehen soll. Denn ich habe mir jetzt drei Dinge aufgeschrieben. Meine Schwester hat noch meine alte PS2. Ich bin in 2 Wochen bei ihr. Ich kann fragen, ob ich mir die für ein Jahr oder so nochmal ausleihen kann. Das könnte ich machen, denn ich habe auch diesen Memory Card Adapter von der PS2 auf die PS3 damals. Und da kann ich das ja wieder auf die Memory Card transferieren. Ich würde, bevor ich mir eine von außen kaufe, würde ich mir gerne erstmal ein Angebot von meinem Spieler an- und Verkauf des Vertrauens einholen. Problem der 2 Wochen Urlaub. Und das wird da auch erst in 2 Wochen funktionieren, dass ich dann nachfrage, ob er eine hat. Das sind jetzt erstmal so die beiden Dinge, die etwas länger Zeit brauchen würden. Was ich jetzt für euch machen kann, wenn ihr sagt, nee, das reißt uns zu sehr raus aus dem Spielerlebnis. Ich würde gern, oder wir würden gern ohne diese Ruckler, ohne dass du das schneidest, genießen wollen, dann könnte ich mir auch direkt bei eBay Kleinanzeigen eine PS2 kaufen. Da würde ich irgendein Angebot nehmen, kauft die und dann habe ich sie hier stehen. Denn diesen Adapter, den ich brauche mit von der PS2 auf HDMI, habe ich schon da. Das würde dann auch funktionieren. Da würde ich das dann einfach entweder nachspielen alles oder ich kaufe mir diesen Memory Card Adapter jetzt sofort irgendwo. Ist eben halt sehr teuer, das Ding, aber wenn ihr das möchtet, dann mache ich das für euch. Das ist gar kein Problem. Ansonsten würde ich jetzt erstmal so weiter verfahren, dass ich schneide. Ich habe hier einen Block auf meinem Bein, damit ich sehe, wann ich schneiden muss. Und dann cutte ich euch das alles zurecht. Ich meine, die eine Folge hat jetzt 7 Schnitte und die andere nur eine. Also wir gucken einfach mal, was so draus wird. Da würde ich nämlich das erstmal so weiterführen, würde mir im Laufe dieser Zeit irgendwann eine PS2 besorgen wollen und dann natürlich meinen Memory Card Adapter bei mir zu Hause suchen, also bei meinen Eltern, weil den habe ich jetzt nicht mit hierher genommen, dass ich den auch noch habe, dann möchte ich das alles rüber transferieren. Ich schreibe euch das alles in die Infobox und dann könnt ihr euch eine von den 3 Versionen oder eine von den 3 Möglichkeiten heraussuchen, wie wir jetzt weiter mit diesem Let's Play verfahren, denn es ist ein übelst cooles Spiel und es ist schon ärgerlich. Also ich habe übelst Lust drauf, aber so dieses Leiterruckeln ist ein bisschen blöd. Also man sieht jetzt hier schon, was ich ausgestellt habe. Ich habe nämlich die Kantenklettung erstmal ausgestellt. Wir gucken mal, ob das jetzt funktioniert. Vielleicht funktioniert es ja. Ich weiß es nicht.
Ansonsten würden wir in der nächsten Folge wieder mit Kantenglättung spielen. Ja, so sieht's aus. Ich hoffe, das war jetzt nicht allzu schlimm, dass ich euch das vorher alles erzählt habe. Wir werden jetzt in das Spiel starten ohne Kantenglättung, wie es dann irgendwann auf der PS2 vermutlich aussehen wird. Ja, genau so sieht's aus. Oh Gott, war voll aufgeregt, ey. Wir sind Flüchtlinge in der Höhle. Ja, man sieht schon den Unterschied immer. Also, Kantenglättung ist halt weg, ne? Wird jetzt witzig, glaube ich. Wir sind ins Dyuri. Wir haben die Karen erstmal alleine gelassen, weil wir nicht wissen, was wir mit ihr anfangen sollen. Weil ich kann mich nämlich echt noch daran erinnern, wie ich damals in dieser Höhle hier rumgeirrt bin oder in irgendeiner Höhle mit der Karen allein. Und ich kam nicht aus dieser Höhle raus. Ich war, glaube ich, 3 Stunden in der Höhle drin. So, wir haben jetzt die... Ist sie wieder laut? Was ist los? Irgendwas ist komisch. Oh oh. Vorsicht, alle zusammen. Hier kommen einige Monster. Also ich muss sagen, es sieht schon sehr interessant aus ohne die Kantenklettung. Ein bisschen verwaschen. Ja, wir müssen mal die Aufnahme jetzt so überleben irgendwie. Was machen wir jetzt? Wollen wir direkt in die Combo reingehen mit dem guten Blanka? Juri, du greifst jetzt an. Die Schnecke? Ach nee, Todesegel. Oh, das brauchen wir. Also hier brauchen wir gar keine. Tatsächlich. Der Ring kommt mir hier irgendwie so schnell vor. Stimmt, er ist ein Puppenmacher, der Geppetto. Wieso konnte ich ihn jetzt eben nicht auswählen da? Das war ganz seltsam. Oh. Skeeter. Oh, er hat ihn. Na gut, ich wollte gerade sagen, er hat das von Juri, aber er ist ja auch Juri. Die sind so süß alle. Ich mag's so gern. Naja, irgendwann musste das ja mal passieren in so einem schaurigen Wald. Du ziehst die Monster an, weißt du? Was? Sieht so aus, als ob der Mistelfluch mehr Einfluss auf dich hatte, als wir gedacht haben, Juri. Einfluss? Es ist ein Fluch, der auf den Körper und auf den Geist wirkt. Du kannst keine Fusion mehr machen, stimmt's? Deine Seele ist instabil geworden und sendet Wellen, die die Monster anziehen. Du meinst, sie könnten mich töten, wenn ich so wie jetzt bin? Genau, das dachte ich. Die Bosheit, die die Welt beherrscht, und die Bosheit deiner Seele wachsen beide und erzeugen Hass. Aber was kann ich dagegen tun? Ist das süß? Ich habe keine Ahnung. Das Einzige, was wir jetzt machen können, ist uns aufs Überleben zu konzentrieren. Wir müssen natürlich zum Friedhof, das kann er jetzt nicht sagen, gell? Das wissen wir ja schon vom... Ich will nur mal ganz kurz überlegen. Also laut Aufnahme nimmt es in 1080p auf. Das wird interessant dann. So, ich trinke mal ganz kurz was. Die Folge wird heute auch ein bisschen länger. Ich habe am Anfang so viel Quatsch. So, mussten wir in die Richtung? Kamen wir nicht aus der Richtung? Ja. Oh, die erinnern mich so an die Albed von Final Fantasy. Das ist der Wahnsinn. Du kommst nicht davon. Ich
Ich habe jetzt meinen Kopf gerade schief gehalten, damit ich seinen Flow kriege. Mana-Blatt gab es nun. Toadsail. Oh. Ich hätte vielleicht das grüne Vieh angreifen sollen. Glauben, dass die Carol nicht kämpfen kann? Oder? Oh. Geppetto. Doch, die sind so süß. Ich glaube, das mit der Combo mache ich wahrscheinlich nur, wenn wir jetzt in einem Bosskampf sind oder so. Weil bei so kleinen Gegnern ist es... Da unten sieht man jetzt auch bei der Seelenenergie 56. Wenn es voll ist, ist bestimmt Kacke. Aber warum ist denn die Seelenenergie rot? Das verstehe ich nicht so ganz. Das sieht schon sehr cool aus. So. Warum ist hier schon wieder sowas? Oh, gibt's hier was? Hier gibt's doch was. Zusim? Wir werden mal den Zusim probieren. Okay, und mit der Blanka nehmen wir jetzt den ersten. Ach nee, mit ihm hier. Ja, ja. Schaffen wir's. Ja! Das war der Plan. Jetzt aber ab hier. If that's all they've got, no problem. No problem. Ach, der Blanke erinnert mich so an meinen Kater irgendwie. Auch wenn Blanke für mich irgendwie immer ein Junge war. Blanke ist irgendwie eine Batterie? Wieso denn das? Reines Blatt. Gab es nun. Verdammt, jetzt gehen wir hier schon aus dem Wald raus. Das ist aber gar nicht gut. Ich bin auch die andere Abzweigung gar nicht gegangen. Dann machst du mal den Todesegel. Boah, Fehlschlag. Nein. Jetzt los. Oh, da ist eine Totenkippe auf dem Rücken. Ach, das muss ja die sein, so cool. Wir müssen ihn doch endlich mal umbringen. Ja. Jetzt geht's ab. Oh. Oh, Geppetto. Hm, 70 ist das erste, oder? 35, knapp ist es, ne? Ach, 50 knapp ist es.
Ich habe nicht darauf geachtet. Oh, Blanka. Du musst leider jetzt hier ran. Wir hoffen einfach mal, dass das Vieh mich angreift. Oh, nein! Nicht die Blanka. Okay, sehr gut. Den Blanka, nicht den Blanka. So rum. Haben wir die gute Karen einfach nur dabei? Jetzt überlege ich natürlich, ob wir nochmal schnell zurückgehen. In den Wald und da unten lang gehen. Ich bin jetzt automatisch links gelaufen. Irgendwie laufe ich immer links. Symbol, wenn wir wechseln. Warte mal, Symbolmagie. Du hast Furor. Hagelschnabel, Fata Morgana, Windlos. Ich bräuchte halt mal... Er wird unser Zusehen. Ich bräuchte halt wirklich Ausrüstung. Ich kann die auch ausrüsten. Ein Lederhut, wie süß. Was zum Heilen. Das Problem ist, dass die Karin auch keine Heilerin ist. Doch, 75 HP. Ich will es ihm nicht geben. Ich habe da so ein Problem damit. Gut, wir gehen mal hier weiter. Dö. Vielleicht haben wir ja Glück und wir kommen noch in den Wald zurück. Ich würde gerne wieder in den Wald gehen. Hallo? Bitte? Bitte, ich möchte wieder in den Wald. Oh. Mine? Oh, nein, die Mine war's. Sie haben Segen der Seele. Da geht's runter in die Mine. Warte mal, wir müssen wieder in den Wald zurück. Es tut mir leid. Es lief das ja alles so gut hier ohne Unterbrechung. Wir müssen noch mal ganz schnell in den Wald in die andere Richtung laufen. Solange das Spiel nicht richtig hängen bleibt, ist es ja gar nicht so schlimm. Boah. Blanka, sehr gut. Angeschleimt. Ihr müsst das jetzt rausholen hier. Cornelia, look at how strong you are. Oh, ist das süß. Das habe ich ja völlig vergessen. Oh mein Gott, ist das süß. Also können wir noch ein bisschen leveln. Also wir gehen so mal runter in den Wald. Und gucken mal, was da passiert, wenn wir rechts rumgehen. Wenn es jetzt natürlich einfach nur im Kreis geht, dann ist es ein bisschen doof. Aha, wir sind wieder im Wald. So, Blanka, du machst den Todesegel. Ist ja so. Das ist aber doof. Du machst das Gitter-Ding. Okay, gut. Und ihr schafft es wahrscheinlich nicht, das zu machen. Oh. Ach, süß. Das freut mich so, dass das trotzdem... Läuft.
Ich habe mir natürlich eine Ersatz-PS3 angeschafft, gell, aber keine PS2. Nächster Level. Jetzt sind wir alle Stufe 4. Die 7 sieht immer ein bisschen aus wie die 1. Vielleicht habe ich deswegen gedacht, dass am Anfang der Karin ihr Level gar nicht hochgeht, weil es einfach aussah wie eine 7. Nee, wie eine 1 und dann war es eine 7. Ist einfach wieder hochgerutscht, soll das. Hier kamen wir her, oder? Kamen wir hier? Wir sind nun Blanka. Blanka, du machst... Oh, wir haben nur zwei Maskite, okay. Oh, sie ist voll stark. Ja, oh, verdammt. Blup. Wunderbar. Vielleicht sogar geschafft, wenn ich mich daneben gegriffen hätte. What a waste of time. Ah, fast Level up, Juri. Fast. Barbados. Oh, ist das was zum Heilen? Luftvorteil. Nee. Komm hier lang. Hier kommen wir lang. Nee. Komm hier lang. Hier kommen wir lang. Hä? Weiß ich auch, wie ich mich damals in der... Oh, hier ist ein Fluss. Wieso ist hier ein Fluss? Kein Wunder, dass ich mich damals verlaufen habe in der doofen Mine. Der linke Weg ist scheinbar der rechte Weg. Okay, wir sind nun hier. Oh, das sind aber viele Igel. Ihr macht den Steam platt hier. Ganz locker, glaube ich. Komischen Dinger, die da hinten rumwackert. Das ist so cool animiert. Beim Juri. Er hat Level up. Wieder im Wald. Hoffentlich kommen wir jetzt auch da raus, aber... Warum ist ein Wald so? Oh. Ich nehme den rechten Hebel. Es ist der mittlere Hebel, nicht? Ich denke, ich nehme den linken. Ich lasse das besser. Wir nehmen den linken. Müssen alle Hebel oben sein? Oh, sowas mag ich ja.
Ich muss es nur erstmal verstehen. Das ist ja doof. Ach so, es ist an. Ach ja. Super. Hä? Was ist das? Trefferfläche hoch. Oder Trefferfläche hoch. Lass mich speichern schnell. Hier werden ja die Dinge. So, wir werden das mal speichern. Sollen wir mal ein Zelt benutzen? Ich will irgendwie kein Zelt benutzen. Wir speichern einfach mal. Ja. Ja. Bevor wir hier vorne weitergehen, ist halt interessant, dass wir. Ich weiß auch nicht, dass wir rennen. Wir hätten ja da oben jetzt schon in den Aufzug reingehen können. Oder gehen die davon aus, dass man erst nach rechts geht? Oh, wie viel hat das jetzt noch? Ja! Ja, ja, ja. Was für eine Zeitverschwendung, ey. Zeitverschwendung ist auch, dass wir jetzt hier unten nochmal lang gehen. Weil da nämlich eine Abzweigung war. Hier. Aha, eine Boxabzweigung. Sie haben Segen der Seele. Wunderbar. Ach ja, was ich noch sagen kann. Da stand dabei, dass das wohl irgendwas mit der Engine oder so zu tun hat. Oder mit dem Emulator, ich habe keine Ahnung. Ich speichere nochmal schnell. Oh, ist hier ein Buskampf. Gut, bevor wir hier zu diesem eventuellen Buskampf kommen, vielen Dank, dass ihr dabei gewesen seid. Wie gesagt, ich habe alles unten in die Infobox hineingeschrieben, was es zu wissen gibt. Und wünsche euch noch einen schönen Abend. Bleibt gesund und bis morgen. Tschüss.